Und hier müsste ich dann die Spinnen zu Tode schlagen. Gut, soweit die Planungen. Sehr schön, das mit den Zombies funktioniert übrigens. Ich hätte da noch ein paar Pistons einbauen. Ja gut, so kompliziertere Pistensysteme. Das sind nicht die komplizierteste, das sind Schalter mit den Pisten verbunden. Ja, okay, aber trotzdem, ich werde nichts mit Pistons bauen, glaube ich zumindest mal. Ich bin schon so genügend verwirrt von mir selbst. Self-Confusion Activator. Also ich bin jetzt fertig, was soll ich mitnehmen? Oh, eigentlich nur eine Eisenspitzhacke und sonst brauche ich jetzt gerade nichts mehr. Gut. So, ich muss nur noch alles aktivieren. Was mir vermutlich den Tod bringt. Obwohl, das ging ja dann wieder nicht. Ach. Verdammte Scheiße. Oh, Creeper. It's gonna steal our stuff again. Bim, 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 bim. Baby tonight. Grab your pick, shovel and bowls again. And run, run. Bis wir nicht mehr singen. Until it's done, done. So, ich glaube, ich verkleinere das Ganze einfach ein bisschen. Auch wenn das vielleicht Effektivität kosten könnte. Minimum Efficiency. Nein, Minimum wird es auch nicht werden. So, ich habe auf dem Weg ein bisschen die Fackel markiert und zum Beispiel einen Steinweg gemacht. Das heißt, kontrolliere ich nochmal alles, bevor ich hier die letzte Fackel entferne und mich dann ganz schnell zurückziehe. Hier natürlich sollten... Aua! Ich sollte vielleicht auch vorher schon... Was ist denn hier los? Oh, eine Zombie-Invasion auf unsere Stadt. So was gibt's? Ja. Wusstest du nicht? Nee. Ich will es mal, ich töte noch mal alle, oder? Kannst du gerne machen. Kannst du natürlich auch raufkommen und mitkämpfen, denn es ist ein bisschen spannender. Ich bin hier selber beim Kämpfen gerade. Gegen einige kleinere... Oh, haben Höhlenspinnen nicht zufällig ganz wenig Lebensenergie nur? Könnte das sein? Ich lehne mich immer durch die Massen an Zombies. So, hier spawnen die Spinnen. Wir führen jetzt mal einfach wie eine Spinne ganz dumm nur senkrecht nach oben. Was uns hier hinbringt. Gut, das müssen wir noch umbauen. Dann bringt das einen hier hin. Wo man dann nach hier oben gespült wird. Und hier wird man dann hier rüber getrieben als Spinne. Dann hier nach vorne. Gut, es gibt irgendwie keine Zombies mehr. Hier ist der Block platziert, der noch hier hin muss. Sehr schön, dann muss ich jetzt hier gegen die Strömung schwimmen, mal ziemlich lange. Man sollte im Leben aber immer versuchen, gegen die Strömung zu schwimmen. Anti-Mainstream. Gut, du kannst dann gleich meinen Spawner in Action sehen, wie vermutlich alles in die Hose geht. Denn ich bin ganz ehrlich gesagt ist selbst nicht besonders überzeugt, dass es funktionieren wird. Klingt gut. Ich habe jetzt nicht wirklich ein Tutorial vorher angeschaut, wie man so einen Spawner baut, sondern nur wie man so eine Wasserleitung baut. Also vielleicht funktioniert die Wasserleitung, aber das heißt ja noch nichts. Das klingt gut. So, warte mal. Hier mal das Wasser weg. Und das nächste Wasser weg. Nein, 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 nein. Nein. So, komm Wasser. Sei richtig gesetzt, bitte. Gut, also dumme Spinne wieder mal spiele ich. Und das Wasser treibt mich automatisch hinauf, aber nicht weit genug. Es treibt mich nicht weit genug hier hinüber. Aber wenn dann mehrere Spinnen hier sind, sollte es vielleicht funktionieren. Vielleicht. So, dann würde ich mal sagen, sperren wir mal hier den Weg zu.
zu und sehr perfekt. Da unten warten schon die Spinnen auf uns in Massen. So, ich muss hier mal noch was essen. I am ready. Wieso hast du hier nicht ein normales Glas verwendet? Ist doch egal. Meine nur. So, wenn ich jetzt hier aufmache, wird es hier eine Spinnenversion geben. Und hier muss man dann stehen oder wie oder was? Aua, jetzt lass mich in Ruhe, du kleines Mistviech. Wo ist denn das Endprodukt? Das weiß ich noch nicht so genau. Ich hoffe, dass es irgendwo ankommt. Finde ich auch mal toll. So, jetzt muss ich noch schnell selber den Weg komplett zurücklegen, lebend, bevor die ersten Spinnen das tun. Hier ist noch eine Faktor oder so? Oder ist es so hell? Hier ist gerade was gespawnt. Okay, ich hoffe mal, dass die Spinnen denselben Weg gehen wie ich. Es werden übrigens nicht besonders viele Spinnen spawnen, dass die da einfach viel zu wenig Platz ist. Na, ich glaube, Höhlenspinnen sind aber immer in ihren kleinen Gebieten. Oh, scheiße! Ich meine natürlich, verdammt, ich hätte unten raus müssen. Es gibt hier keinen Ausweg mehr. Du wurdest gefangen. Ja, immerhin kann ich jetzt hier noch darauf warten, ob Spinnen kommen oder nicht. Ich wüsste es gern, wo es hier dann, ja, wo man hier dann die XP bekommt. Hier, genau dort, wo du gerade stehst. Und wie soll das funktionieren? Wirst du noch sehen. Gut, dann lasse ich mich mal überraschen. Aber solange jetzt mal noch sowieso keine Spinnen kommen, kann ja noch gar nichts funktionieren. Und Spinnen kommen gerade noch nicht wirklich in Massen. Es ist schon etwas gespawnt, also... Ja, mal sehen, wo sie festhängt. Lieber mal mit dem Schwert. So, hier ist sie auch noch nicht. Wo ist sie dann? Sind die dienen sie dann? Oh, sie ist tot. Oh, da kommt die nächste, nett. Sterbe mal. So, hier war eigentlich mein Notausgang. Aber ich komme nicht hin, weil mir dauernd das Giftding vergiftet. Rette mich mal. Ja, genau, mit der Spitzaxt. Sehr gute Idee. Ja, ich kann ja gerade nicht wirklich was anderes auswählen. So, Friede. Gut, Spinne, schwimm darauf und funktionier. Und dann müsste hier unten XP rauskommen. Also nicht XP, aber halt ziemlich geistig geschädigte Spinnen. So lautet die Theorie. Ich bin nur eine geistig geschädigte Spinne. Ja. Kannst du schon sehr lebensecht darstellen. Gut, stellen wir uns lieber mal dort hinten noch hin, damit ein bisschen was spawnt auch. Also, du müsstest dir auch meine Maschine anschauen, einfach für die Zuschauer und so. So, hier ist schon wieder eine Spinne gespawnt. Und klettert jetzt hier nur die Wand drauf. Gut, ich gehe mal ein bisschen weg. Vielleicht geht sie dann auch woanders hin. Yeah. Und ist sie schon... Sieht so aus, als würde sie schon rauf transportiert werden. Geh mal weg da! Nein! Ich will selber reinsehen, wie alles nicht funktioniert. Los. So, lass die nächste Spinne reinkommen. Klitschen wir uns durch die Gegend. Ja gut. Sie hängen genau hier fest, beim allerersten Weiterleitungsdingens. Gute Weiterleitungsrohre, muss ich mal sagen. Ja, ich musste es über mehrere Etappen machen, da Spinnen ja nicht mit, da man das ja nicht mit Schildern machen kann bei Spinnen. Wie sonst? Ja, nur über das, dass sie immer wieder mal zur Seite und dann wieder weiter nach oben geleitet werden. Und ich glaube, sie sterben jetzt gerade daran, dass sie im Wasser ertrinken, weil sie nicht drauf schwimmen wollen. Gut, willst du noch meine Maschine anschauen? Nein, ich will meine noch zu funktionieren bringen, wie gesagt, heute. Oh Gott. Ja, dann ich hau dir mal ab, weil das will ich ewig nicht mehr erwarten. Ja gut, ich bin dann gleich wieder zurück, sobald ich wirklich weiß, wie das alles funktioniert. Du kannst... So, meine Maschine kann gar nicht funktionieren. Ist unmöglich, dass das jemals funktionieren wird. Aber wir schauen uns jetzt hier mal Velvetors Konstruktion an. Hier kann man die Zombies schon erfolgreich schlagen, bekommt seine Erfahrungspunkte. Und die Welt ist schön und funktioniert. Zumindest halbwegs, noch nicht perfekt, aber zumindest ein bisschen was. Ja, und ich werde jetzt offscreen dann noch eine weitere Maschine, also einen weiteren Spawner suchen.
und dort dann eine weitere solche Maschine bauen, die dann hoffentlich auch funktionieren wird. Aber das will ich euch wirklich jetzt nicht gleich noch zumuten. Also wie gesagt, offscreen, und kommentiert bitte noch unter diesem Video, ob ihr wollt, dass ich sowas auch dann offscreen mache, oder ob ihr es wirklich auch nochmal alles sehen wollt. Die Fleischstückchen schon aus wie wütende Tintenfische. Ja, ein bisschen. Okay, auf jeden Fall sehen wir uns gleich wieder, sobald dann meine Maschine fertig ist. Bis gleich. Okay.